Okay, dann fange ich damit an, dass das Grunzen von dem Schwein extrem komisch klingt. Nein, du zoomst so dran, sagst du, was macht der? Und dann fängst du an zu lachen und dann begrüßt einfach die Leute. Ich bin da, Alles du klar. redest mit mir. Okay. Okay, dann würde ich mal sagen, willkommen zum ersten Part von Let's Play Inception 2. Der Server an sich, also erstmal zu meiner Person, ich bin Kiomata. Mit dabei ist hier der Tyrus, aber der ist momentan gemutet, weil Türken-Internet. Und ja, der Server an sich gehört mir und ich bin aber der Meinung, also ich wollte jetzt mal anfangen, Let's Plays zu machen und bin der Meinung, dass sich der Server hier dazu sehr gut eignet, da ich hier schon die Einzelheiten und so weiter kenne. Und wir werden uns jetzt erstmal auf Level 5 ziehen. Und dann die Lehre natürlich abholen. Achso, ja, momentan läuft sogar das Weihnachtsevent. Dann können wir das auch gleich noch ein bisschen erklären. Der Anfang geht eigentlich ziemlich schnell. Der Server ist eher New School basiert. Und ich denke mal, eins der Hauptfeatures sowieso ist ja das Dito-System. Haben viele sicher schon mal gesehen oder gehört oder wie auch immer. Eigentlich relativ bekannt. Dann gehen wir jetzt mal die Lehre abholen und dann direkt Map 2. So, ich mache mir ganz klassisch erstmal einen Körperkrieger. Und dann können wir auch schon gleich Map 2 gehen. Aber wir gehen Gelbes Reich Map 2, würde ich sagen, ja. Ich habe jetzt hier schon ein Pet und einen Keiler. Das hat man natürlich nicht zum Start. Die habe ich mir jetzt einfach rübergegeben, um das Ganze etwas zu beschleunigen. Aber wir wollen ja auch vorankommen. Also das Let's Play an sich wird sich so gestalten, dass jeden Tag, wenn ich es dann schaffe, jetzt über die Weihnachtszeit, wird es wahrscheinlich etwas schwerer, aber ich versuche vorzuproduzieren, dass ich jeden Tag so 17, 18 Uhr ein Part rausbringe. Und wir wollen das halt bis Endlevel durchspielen und dann auch ein bisschen PvP machen. So, da ist der Midi noch schon fast down und wie ihr seht, habe ich gerade einen Kick bekommen. Scheiße. So, und da sind wir wieder. Ja, mein Internet ist zurzeit etwas für den Arsch, da ich vor kurzem umgezogen bin und mein Nachbar, also eigentlich hatte ich mir für den Tag, wo dieser Telekom-Techniker kommt, Urlaub genommen. Aber wie es halt so ist, hat auf dem Vormittag dann mein Chef angerufen und gemeint, dass ich arbeiten kommen soll. Also habe ich meinem Nachbarn den Schlüssel für die Wohnung in die Hand gedrückt und gemeint, der soll mal dem Telekom-Techniker die Tür aufmachen. Er hat es natürlich nicht hinbekommen. Von daher muss ich jetzt weiterhin bei meinem Nachbarn Internet schnorren. So, hier droppt man halt ganz klassisch aus den Metinsteinen FBs. Man braucht 10 Stück bis G, dann Seelensteine ganz normal bis P und ab P gibt es dann reine Seelensteine, weil man hier die Skills bis auf L lesen kann. Aber das werden wir dann später noch zeigen. So, ich cutte jetzt mal ganz kurz bis zum nächsten Metin. So, da ist auch der nächste Metin schon fast down. Zum Server an sich wäre vielleicht noch zu sagen, dass der jetzt seit 10 oder 11 Monaten, sind es glaube ich, schon online ist. Und immer noch recht konstant läuft. Also wir haben immer eine konstante Spieleranzahl, die natürlich je nachdem, ob Ferien sind oder nicht, etwas schwanken. Aber an für sich ist sie relativ konstant. Dann suchen wir mal den nächsten Metin und das Ganze machen wir jetzt so lange, bis wir Level 30 sind, beziehungsweise wir werden vielleicht gleich auch kurz auf die Levelwiese hier hinten gehen und uns schnell auf 30 ziehen und dann erstmal farmen, bis wir Aura auf P haben. Ja, warte, ich rette dich. Sag unser erster Bossfight. Ja, es ist unser erster Bossfight. Ich nehme gerade schon auf. Siehst du, jetzt haben sie auch deine Stimme mal gehört. Aber ich bezweifle irgendwie, dass wir den schaffen werden. Warte, warte, warte. Komm, wir versuchen ihn zu klemmen. So richtig oldschool-like. Komm mal hier hin. Ja, nimm das auf. Ja, ich nehme doch auf. Komm hier hin. Von vorne. Alter, was machst du Das denn? Jetzt komm her. Du musst hier zu der Wand kommen. Ich muss das Vieh irgendwie einklemmen. Nimmst du das eigentlich komplett durch auf? Ja.
Ach so, ja gut, dann, ich meine, ja, dann reg jetzt los. Ich rede da schon die ganze Zeit. Meine Güte, so, warte. Ich versuche den einzuklemmen. Ja, so geht das. Nee, oder auch nicht. Warte, jetzt habe ich ihn. Jetzt kriegen wir einen Down. Oh Mann. Und down ist er. Buch des Anführers. Siehst du, hat sich gelohnt. So, weiter leveln. Oh, wie man sieht, droppt man hier auch einfach so Vollmondschwerter plus 8 und plus 9. Also man kann sie natürlich auch beim Waffenhändler kaufen. Aber eigentlich droppt ihr bei Map 2 beim Leveln immer welche. Wo? Hier, überall. Von den, sag schon, Das von den möchte ich mal Besessenen und sehen. sowas. Siehst du, hier auch gleich eine Säge gedroppt? Kann ich es gleich versuchen, plus 9 zu machen. Ach nee, es waren, glaube ich, 100%, ne? Ja, genau. So, ich voll mein Schwert plus 9. Ach so, was ich auch noch gar nicht gezeigt habe, hier gibt es auch Achievements. Die bekommt ihr durch irgendwelche Aktionen. Wie zum Beispiel, wenn ihr eine Lehre annehmt, dann habt ihr hier den Titel Lehrling und so weiter. So, Sausen können wir eigentlich gleich mitnehmen. Für später dann. Dann gibt es noch das Talente-System. Ihr bekommt levelabhängig Quests dafür, wo die ihr dann hier rein investieren könnt. Ähnlich aufgebaut wie bei die Masteries bei LoL zum Beispiel. Also ihr fangt unten an und müsst immer nach oben durchskillen. Kann man sich ganz in Ruhe durchlesen und dann je nachdem, was man halt für einen Char spielt und wie man spielt, kann man sich dann selbst entscheiden, wie man das skillen möchte. Sag mal, wieso ist nicht deine Buffy nur 16? Weil ich hacke. Oha, also ich sehe gerade, dass GM-Packs ist online, ne? Warte, warte, warte. Komm, ich schreibe dir mal an. Können wir ja gleich mal gucken, Naja, du heißt Q privat, wie ich ne? die Teamler. Ach, verdammt, stimmt. Das ist ein bisschen auffällig, ich Ich schreib ihm mal an. weiß. Ja, schreib du ihm mal an. Schreib ihm mal, du hast hier einen Hacker. Hallo, lieber GM. Map 2, Channel 4, so ein Typ. Der ist übel Hier am ist ein Hacken. Cheater. Hier ist ein Cheater, er ist 20 und seine Buffy ist erst 16. Wie geht denn das? Seelenstein. Nice. Ich kann es nicht aufheben. Ich glaube, ich habe schon wieder einen Kick. Nee, jetzt habe ich es. Gut. Oh, mein Internet, Alter. Das kannst du keinem erzählen. Du redest vom Internet. Ja, okay. Also mit deinem 2000er Ping im TeamSpeak kann ich nicht mithalten. Aber hier jetzt so generell in-game ist es schon scheiße. Warte, komm, wir hauen noch ein Mädchen. Bin schon 21. Nebenbei kann ich ja mal schon mal Bonis aus VMS machen. Also der GM scheint mich nicht zu mögen. Antwortet er nicht? Nö. Frechheit. Teamkick, würde ich sagen. Wo kann ich die Socken abgeben? Die kannst du beim Weihnachtsmann auf Map 1 abgeben, jeweils. Also du kannst 10 kannst du abgeben oder 20. Und für 10 bekommst du so eine Truhe und für 20 Socken bekommst du einen Glühwein. Und der Glühwein, der gibt dir halt 75% EXP und mehr Damage und so ein Zeug. Wusstest du, dass der Weihnachtsmann ein Türke war? Der Weihnachtsmann war Türke. Hm. Okay. Ja, da guckst du es dumm, gell? Wieso war der Türke? Ist halt so, er war Türke, der Nikolaus. Ach so. Ja, Hast du ja wohl noch nie einen Deutschen mit dem Bart gesehen, oder nicht? okay, das stimmt. Wusstest du eigentlich, dass sie in Frankreich im Flugzeug notgelandet haben? Warum? Weil sie dachten, da wäre eine Bombe drin. Und das Witzige war, dass sie dann die Bombe entdeckt haben und die Bombe bestand aus einem Karton und Schnüren.
Okay. Oh Mann. Ach komm, ich merk's doch. Ich krieg doch schon wieder einen Kick. Ich hasse mein Internet so sehr. Beziehungsweise ich hasse das Internet meines Nachbarn. Sagen wir es so. Ah, wieder nur Mist. Welches Level bist du? Also ich bin 22. Ich auch. Gut. Weißt du, was dann scheiße wird? Das ganze PvM-EQ zu farmen, also dieses Seelenkristallzeug, was du bei Azrael MDT bekommst. Farmen ist ein dehnbarer Begriff. Okay. Ja, wir benutzen unseren Tittenbonus. Naja, gibt dir genug User, die dir helfen würden. Ja. Pass auf, ich mach den Char weiblich. Und nenne mich. Ja, wie nenne ich mich denn? Sexy Lily 123 oder so? Und du nennst dich. Ja, keine Ahnung. Nenn du dich Bertha. Aber ich glaube, das nimmt dir Bertha übel, oder? Ja, es kann sein. So, wieder nur Mist und weiter. So, wir sind gleich 25. Ich habe mir nebenbei mal ein bisschen Orc-Equipment geswitcht, weil sobald wir 25 sind, gehen wir Orc-Teil Mitte und leveln dann da ein bisschen weiter. Sollte eigentlich ganz gut gehen, wenn man Full Orcs hat, passt das schon. Dann leveln wir da auf 30 oder 35. Mal sehen. Und dann wird erstmal gefarmt ohne Ende. Ob ich das mit aufnehme, weiß ich noch nicht. Ich werde wahrscheinlich zwischen den Parts offscreen ein bisschen farmen, leveln, wie auch immer. Und dann nur die wichtigen Sachen zeigen. Weil ich glaube, das bringt nichts, wenn wir jetzt 20 Parts machen, wo ich Metins Ja. haue. Joa. Außer du machst Facecam und ziehst sie dann aus und ja. Ja, Facecam und ausziehen. Genau, das ist eine gute Idee. Aber ich glaube, das mache ich dann erst irgendwann als Special. Also mit dem Ausziehen. Mit der Facecam vielleicht noch hinterher. Oder ich mache es umgedreht. Ich erzähle im Part 50 dann ganz langsam, wie ich mich ausziehe. Und mache dann im Part 100 die Facecam an. Jo. So, wo bist du? Ah, du bist schon 25, ne? Ja, ich jetzt auch. So, dann lass mal OTM gehen. Erstmal mit 1 heraus. Okay. Ah, warte, ich kann das Smoking kaufen. Brauchen wir Geld für die Ehe? Shit, ich glaube ja. Ich bin mir nicht sicher. Gucken wir nach. Ja, okay, wir gucken nach. Weiß ich gar nicht, ob man das braucht, aber ich befürchte ja. So, lass mal Map 1 gehen. Du kannst dich nicht teleportieren, bla bla bla. So, wo bist du denn da? Gucken, ob das geht. Ich möchte heiraten. Verdammt, du benötigst 1 Million Yang. Also ganz ehrlich, die Warte, 1 warte, warte, Million warte, gönne warte, ich. warte, hier steht, hier ist jemand. Ich kenne die. Gib mal bitte 2 KK. Nicht so grob, du, zu den Menschen. Ja. Oh Mann. Ich wette, die reportet uns. Wegen Namensfaker oder so. Macht jetzt gleich ein Screen. Ich glaube, er ist AFK. Es ist eine Sie. Und Oh. ich glaube, sie ist echt AFK.
Machen wir ihn jetzt. Soll ich schnell in ihren Account reingehen und uns zwei Kacker geben? Nein, genau, wir Nee, gehen jetzt einfach gehen OTR. wir Oktal. Wir gehen einfach OTR. Ja. Ich blind? Da. What the fuck? Oh, komm, der Overwalk. Oh, warte, ich komme nicht. Geh, hau mal. Ey, ich bin immer zu blöd, meine Buffy zu rufen, ne? Ich bin noch da. Hahaha, dich meine ich ja nicht. Doppelbuff. Ja, also man merkt, dass ich Orks im Equipment habe. Oh, hier drei Charmis rumlaufen. Oberoktroer. So, auf, jetzt wird's spannend. Frucht des Lebens. Nice. Könntest du bitte hier das Ding aufheben, das Young? Das Young. Warum? Wer den Cent nicht erbt, ist den Euro nicht wert. Ja, gut, okay. So, zufrieden? Lol, wie arrogant ist denn deine Buffy? Warum? Ich klicke die ein und die sagt zu mir, ich habe dir nichts zu sagen. Ja. Also, wie dreist, ne? Oh, Segensschriftrolle. Oh, ich komme nicht ran. Ja, aber dann würde ich sagen, machen wir erstmal bis 33 wegen Ebenholzohrring und dann Map 2 fahren. Und ich bekomme schon wieder einen Kick. Ich merke es. Oder? Nö. Ne? Doch nicht. Aber weißt du was? Ich kann ja die, die dieses Video gucken, schon mal ein bisschen spoilern. Und Mit was? zwar wird es kommendes Wochenende ein Event geben. Aha. Ja, da wird Orktal anfangen bei den jeweiligen Reichen, wird ein Hunyo-Fels, ein Shinso-Fels und ein Jinno-Fels stehen. Und die Reiche müssen den dann verteidigen, beziehungsweise den der anderen Reiche zerstören. Also der Stein, der als letztes noch steht, das Reich hat dann halt gewonnen. Und ja, das Ganze wird dann im Forum nochmal genauer angekündigt. Ich werde die ganzen Links in die Beschreibung hauen. Und bin mal gespannt, welches Reich gewinnt. Was genau als Gewinn, dann, was es als Gewinn dann geben wird, das steht noch nicht fest. Aber da überlege ich mir noch was Schönes. So, Level 28. Ich glaube, die Socken können wir dann am Ende des Parts noch abgeben, ne? Dass wir die dann nochmal schnell umtauschen gegen Geschenk oder so. Will ich nicht einen Kriegssensor aufheben. Nein, brauchen wir nicht. Aber Charisma. Was? Charisma. Charisma. Ja. Nein. Guck mal, wir droppen hier doch gut, Young. Ich habe fast die 1KK. 1KK. Mein Gott. Lass mal die Mädchen hier ankommen. Was? Nein, das schaffen wir nicht. Hat man nicht so selbst den. Wie heißt es? Mehr Selbstvertrauen. Aber das wird nichts, glaub mir. Du hast noch einen Dieter, ne? Nur mal so. Ja, stimmt. Siehst du, den kann man ja auch mal rufen. Du öffnest schon deine Mondis, oder? Was öffne ich? Mondi. Ach so, nee. Noch nicht. Ich heb mir die ersten ein bisschen auf und dann mache ich sie irgendwann auf. Der GM hat mir zurückgeschrieben. Oh, was hat er geschrieben? Muss ich das verstehen? Ich sag ja klar, er cheatet ja. Schreib ihm, wo wir sind. So.
aber leider nichts Nutzvolles. Ja, den Todi plus 4 können wir mitnehmen. Steine kann man uppen, ab plus 3, aber man kann sie auch plus 5 droppen von der Eishexe. Zum Beispiel. Ich hab Segen getroppt. Das ist doch nice. Klappen die 100%? Nee, na doch, mit Exo und Konzi, doch, ja. Woher kriege ich die? Von der Gemi. Echt? Ja. Cool. Jetzt schreibt dem GM, dass wir Channel 4 Octal sind. OTM. Bei dem blauen OTM. Der soll vorbeikommen, sich das angucken. Also mich hat jemand anonym angerufen. Und dann bin ich mal gespannt, ob er was wegen dem Namen sagt. Oh, ich bin Level 30. Er hat mich schon oft geklärt. Ja, schreib, er soll trotzdem kommen. Kann ja wohl nicht angehen hier. Schreib, hier ist ein SA am Leveln. Warte, ich zieh mal VMS an. Ah, 24 DSS sollte erstmal reichen. Ich switch dann offline nachher noch mehr drauf. Also ich muss sagen, der GM hat mir wirklich sehr detailliert geantwortet. Echt? Ja. Was hat er denn geschrieben? Das ist schon ein Aufsatz, ja. Was würdest du ihm geben? Eine 1? Naja, er hat nicht auf die Groß- und Kleinschreibung geachtet. Ne? Ah, also nur eine 2 oder eine 3. Ja. Wir sind 31. Soll ich mal gucken, ob er was auf meinen Namen reagiert, wenn ich ihn anschreibe? Wenn ich ihn jetzt zum Beispiel frage, wo ich Seelensteine droppe oder so? Du kannst ihn ja mal fragen, wo man 231 Yang droppt. 231 Yang. Ja. Okay. Warte. Hey, wo droppe ich 231 Yang? Ja, danke für deine Hilfe. Oh, Lederstiefel. Möchtest du die? Hä? Die Lederstiefel? Ja, ich möchte sie nehmen. Ich kann mein Dito erstmal wieder wegschicken. Ja, danke. So, ein Level noch, dann gehen wir erstmal heiraten, würde ich sagen. Ich habe jetzt einen KK. Und dann gebe ich noch die Socken ab und dann mache ich den ersten Part erstmal Ende hier. Und ich habe einen Kick. Fuck. Nee, doch nicht. Da, eine antike Glocke. Warte, ich gebe sie dir. Bleib doch mal stehen. Bleib stehen. Da. Nur nimm sie. Die ist ja nur plus 7. Ja und? Kannst du sie abmachen, ist 100%. Ach, danke dir. Ja, gib. Was? Gib die Glocke. Okay. Er hat geschrieben, bei Mobs auf deinem Level. Hä? Warum hast du sie eben nicht angenommen? Alter. Nö. Gut. Bei Mobs auf meinem Level? Das sind doch die hier. Aber ich droppe hier mehr als 231 Yang. Ah, das sind 3,5k. Der GM lügt also, sich, aber wir müssen mal ein ernstes Wörtchen mit ihm reden. Entweder er lügt oder du hast gerade einen Bug entdeckt. So, warte, ich bin schon 33. Lass mal Map 1 gehen.
wir jetzt? Ne, warte, erst gebe ich die Socken ab. Jo, zeig mir mal den Türken. Festtagstruhe. Siehst du, du brauchst 20 Socken für eine Festtagstruhe. Und was habe ich drin? Oh, nice. Eine Mütze mit 5% Fall ausweichen. So, jetzt können wir heiraten. Vielleicht das richtige Outfit dafür zusammen. Und genug Yen. So, ich möchte heiraten. Wie heißt du? Warte mal. Funberry. Möchte ich? Ja, du möchtest. Du musst es doch gewohnt sein. Du wohnst in der Türkei, als ob da Frauen irgendwie eine Wahl zu hätten oder so. Weißt du, du gehst auf der Straße zu einer hin und sagst, ey, du bist meine Ehefrau, meine zukünftige. Und dann scheißegal, genau, was sie sagt. Hast du schon Ewis? Nee, ich habe noch keine, aber die werde ich dann farmen. So, aber ich würde sagen, dass wir den ersten Part dann hier beenden. Wie gesagt, ich werde versuchen, täglich so 17, 18 Uhr einen hochzuladen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.